39 oder 41. Was ist das denn? Hallo? Ich hätte gescampt von Riot. Gib mir die 40. Ey! Ich bin sauer. Wow. Ich bin extrem sauer. Komm, mit 39 ist die Minimap zu klein. Ich glaube 41 ist es. Get up. Stand firm. So. Boah, wir machen mal Licht aus fürs letzte Game hier. Komm mal ein bisschen in Stimmung, meine Freunde. Bisschen für die Stimmung. Alter, die Qualität der Kamera ist ja überbad jetzt. Hä? Warum kriselt die Scheiße denn so? Wir machen das Licht wieder an. I will make a difference here. Sieht sehr gut aus. Bei mir hat es übelst gekriselt. Bei euch nicht? Moin, Anak, Jo, was geht? Was geht? Alles gut? Ja, gut, jetzt klar. Also, wir wollen die Wave hier nicht zu hart pushen. Und einfach nur Level 2 contesten. Ah, ein bisschen hart gepusht. Ist okay. So. Leicht verzogen. It's okay, it happens. Und die Wave jetzt nochmal hart reindrücken hier. So, jetzt haben wir Level 3. Die Wave jetzt crashen. Damit die Wave resettet. So, wir wollen jetzt hier rein. Jetzt können wir. Jetzt haben wir Optionen. Wir können uns hier in Fog of War reinstellen. Ah, die Wave hat nicht ganz gecrashed. Schade. Ah, die wird zu uns pushen, doch. Die wird zu uns pushen. Ich will mir jetzt aber noch keine Träne holen, ehrlich gesagt. Deswegen hole ich mir jetzt lieber 3 Langschwerter. Ich hatte die Wahl zwischen 3 Langschwerter oder Träne und gar nichts. Das wäre irgendwie sehr awkward geworden. Infinity Rain Playlist ist V9 Playlist. Machen wir Ausrufezeichen Playlist. Ah, nice try. Ja, muss ich noch ein bisschen warm spielen, der Thresh. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier den Freeze durchkriegen. Ah, die werden jetzt die Wave crashen, da würde ich... Ah, nee, da mache ich nichts. Ich will aber nur die Minions collecten hier gleich. Thresh sollte hier wahrscheinlich auch Base gehen. So, wir lasteten es jetzt ganz langsam, damit die Wave sich stackt. Also, damit die in unserer Hälfte ist. So. Wie so ein kleiner Freeze jetzt. Problem ist, jetzt sollte der Thresh eigentlich nicht mehr Base gehen. Weil jetzt können wir die Gegner halt unter Druck setzen, weil die Wave bei uns steht.
Hat er sein Backport-Window leider nicht genutzt. Aua. Stay alert. Stay aggressive. Nee. Und wenn er mit der Lantern gibt, können wir das vielleicht sogar spielen. Ist zwar ambitioniert, aber... Ich bin mir nicht ganz sicher, wie du das spielen willst hier, mein lieber Singed. Die haben dich auch einfach schon gesehen. Feed the beast. Or be its name. Nice. Können die Wave jetzt hier halten? Wenn wir Base gehen, die Wave steht. Ah, die haben hier Vision. Na, hier ist gewartet. Es ist die Wave awkward. Die hat die ganze Zeit uns geaggrot, weil die da Vision hatten. So. Kann sein, dass die Sona rechtzeitig da ist zum Freezen, oder whatever. Predator dann draufrennen ist immer eine Lösung, ja? Wohl wahr, wohl wahr. So. Hm. Jetzt ist irgendwie awkward, was kaufe ich mir jetzt? Ich kaufe mir aber noch ein Langschwert. Weiß nicht, das behalte ich einfach. An ally has been slain. Look closely. Ich verliere zwar den kennen, aber die Wave pusht jetzt wieder zu uns. Wir können jetzt nach einem Play suchen. Wir sind gerade auf jeden Fall stärker, würde ich sagen. Wobei. Also in der Minion Wave verlieren wir, glaube ich. Wir müssen schon, also ich muss WQ hitten. Wenn ich WQ hitte, sind wir stärker, sonst verlieren wir. Kiana ist im River. Okay, die haben Botlane ein paar Minions verloren. Ich habe zumindest gepressured mitzulaufen. So. Nehmen jetzt hier die Wave in einem Tower an. Nee, Bruder, das TP ist es leider gar nicht. Oh, ein Versuch wert. Okay. Ich brauche noch 300 Gold. Wave steht wieder decent. Ich bin gleich Level 6. Der hat Ignite. Kiana könnte hinter denen stehen. Wenn ich Kiana wäre, wo würde ich jetzt stehen? Dragon ist down. Toplane ist reingepusht. Also an Kiana Stelle würde ich, glaube ich, nicht in den Singed reinspielen. Wir können ja gleich mal checken. Wenn hier keine Kiana ist, ist die Bot. Nee, nee. Okay, Kiana ist Bot, der Top. Ja, ich wollte es nicht riskieren. So, wenn Kiana Bot ist und wir da sterben bei dem All-In, ist Desaster. Go, go, guck hier hoch. Na, kann man ruhig mal für den Hook gucken. Gott, der W war ja terrible. Also meinetwegen können wir hier auch Base gehen. Also wenn ich jetzt Base gehe, wird sie das instant pushen? Ich glaube nicht. War das ein... Ja doch. Die haben hier wahrscheinlich Vision.
Die hat keine Ult, die Jinx. Ist das nicht fightable? Schon ein bisschen awkward jetzt hier. Ja, ich glaube, es ist legit nicht fightable. Ich will hier einfach Base gehen. Sehr awkward Wave State. Ich meine, dann verlieren wir auf jeden Fall was Bot, aber dann ist es so, ne? Ja. Ja, maybe hätte ich stehen sollen. Nee, ich glaube, es ist gut, hier Base zu gehen. Die Gegner overextenden brutal. Wir können hier einen Play versuchen. Oh, shit. Ai. Unlucky. Mein W hat leider nicht geedet. Okay, pushen wir jetzt hier Bot nochmal aus. Ja, das ist halt das, was ich meine. So, das merkt man schon. So, die Lane von Kaiser ist halt wirklich einfach nicht gut. Is it playable? Is it playable? Ja, ja, doch. Boom. Ja, war okay, würde ich sagen. Das Problem an Kaiser aktuell ist, dass man nicht weiß, wie viel AD einem fehlen für den Evolve. Das ist einfach leider buggy. Also man sieht es einfach straight up nicht. Das ist tatsächlich sehr unangenehm. Da steht jetzt zum Beispiel 99 von 100, aber der Balken ist quasi die richtige Aussage. Und da fehlen uns noch, keine Ahnung, 10 AD oder 8 AD oder so. Also der Early Game Item Build ist leider sehr, sehr awkward bei diesem Playstyle. Sobald man zwei Items hat, ist alles geil. Aber der Weg dahin ist... Der Weg dahin ist extra, die ist so stark, die Kite, die Jinx, holy shit. So stark. Wir werden hier bald den Tower verlieren. Ich glaube, wir können auch nicht so viel gegen machen, ehrlich gesagt. Meine Plates sind eh down, so whatever, dann droppen wir halt den Tower. Ist, glaube ich, jetzt auch nicht so tragisch. Na, das war's nicht. Scheiße, war das close. So, ich will jetzt mal was testen. Nee, reicht nicht für den Evolve. Das reicht. Okay. Der Flash sah sehr skriptisch aus. Ja, ja. Habe ich kurz angemacht. Also Mana Mune
Ich habe halt sehr wenig Stacks bisher, aber Longsword plus Lost Chapter reicht für den QE-Wolf. Das heißt, dann noch Zauberbuch plus Amplifying Tomb und wir haben WE-Wolf. Ist trotzdem sehr awkward, der Item-Build. Bis zu zwei Items. I am back from tryouts. Nice. Und wie lief's? Ich bekomme AD wegen dem Mana. Ich habe ja Mana-Mune und Mana-Mune verwertet ja extra Mana in AD um. Und Lost Chapter bringt ja Mana. Deswegen. Vielleicht können wir Bot für einen Kill gucken, wenn die greedet hier. This is my purpose. Learn from geht nicht für den Blue Buff. Hoppala. Eigentlich könnte ich den Blue auch mitnehmen, oder? Albert wird den jetzt eh nicht nehmen. Mana Mune 106, Mana Crystal ist QE Wolf. Oh, okay. Das ist gut zu know, ja. Ja, das große Problem ist halt, dass Dingens fehlt, ne? Die fehlt halt des Dorans tatsächlich. Die extra AD vom Dorans. Also ist deine Rechnung mit dem Kall mit Dorans oder ohne Dorans? Können wir einfach gleich mal testen im Custom. Ich liebe es, wenn Nico weint. Oh, ich habe richtig Angst, hier lang zu laufen. Ah, ich glaube, das ist es nicht, um ehrlich zu sein. Boah, ich miss aber auch gerade wieder alle Wesen. Reuker, moin, dann bin ich 22, Brudi. Ich gehe Longsword Start, okay. Ja, das wäre geil. Dann brauche ich aber auch nicht Lost Chapter ausbauen, ne? Das ist jetzt irgendwie schon sucky-sucky für mein Item-Build. Ich bin jetzt 3-0. Und ich fühle mich irgendwie trotzdem nicht sonderlich strong. Weil ich halt so ein... Aua. Ich habe auf meinen Q-Cooldown gewartet, bis ich ulte. Boah, die ist so stark, die Jinx, Alter. Ah, die Hooks sitzen aber leider nicht dieses Game, mein Lieber. Die sitzen leider gar nicht. Hm? Ich hab da noch eine Dose für dich im Kühlschrank. Wo ist Nico? Kriegen wir Mitte Tower hier oder ist illegal? Hm? Ja. Okay, ich zieh hier durch. Wenn ich Langsschwert verkaufe. Mir fehlen was 350 Gold. Stay aggressive. Aua. Ja, das Gold, ne? Das war das Gold, was mir gefehlt hat. Haha, ihr Noobs. Verliere ich meinen QE-Wolf, wenn ich das Longsword verkaufe? Nee. Oh, jetzt sind wir online, Guys. Jetzt sind wir online. Jetzt haben wir Triple E-Wolf, meine Freunde. Triple E-Wolf. Aber wir haben leider sehr wenig Mana-Mune-Stacks, weil wir das einfach ultra spät gekauft haben, ne? Jetzt bin ich so strong. Ich wollte gerade canceln, habe ich nicht hingekriegt. Da fehlt doch ein Dirk irgendwo. Nee. Also das versuche ich ja gerade, den Itembild ohne Dirk hinzukriegen. Danger is real. Fear is an illusion. Also wir haben hier anscheinend einen AP-Kaiser-Main.
Und Mana Mune plus Kall plus ein Mana-Kristall reicht wohl aus. Ich hab meinen Weg gemisst, Alter. Können wir einen Ash machen? Ich glaube nicht, dass wir einen Ash machen sollten. Zwei Spits gleichzeitig habe ich noch nicht gesehen. Oh. Muss aber auch die Q treffen, ne? Die wir treffen bei dem Itembild. Alter. Oh. Der scheiß Snare, Mann. 2,8 Sekunden CC. Holy shit. Aua. Snash gone, ne? Oh. 10 Sekunden. Smite vs. Das ist ein Flip, oder? Die flippen das legit rein. Ja, Albert ist Smites die Legende. Junge, gegen Albert Smite-Duell gewinnen. Haha! Kacknoobs! Selber schuld, ganz ehrlich. Selber schuld. Ich glaube, Drake verlieren wir trotzdem, ne? Oh, maybe. Kann ich snipen? Sehr gut. Ich muss sagen, also dafür, dass ich gerade so fett bin, ich fühle mich nicht so stark, bin ich ehrlich. Die Sona, die neidet halt meinen gesamten Poke irgendwie. Okay, wir haben jetzt Crown. Achso, dann bin ich ab. Schöner Snipe, danke, danke. So. Ja, ich glaube, gehe ich trotzdem Sonias? Also Sonias ist auf jeden Fall das coolste Item auf Kaiser. Ich weiß nicht, ob es das Beste ist. Ich habe jetzt gleich Muramana. Ich glaube, sobald ich Muramana habe, bin ich sehr strong. Ich glaube, das ist so... Das ist einfach sehr, sehr spät. Das Ding ist, mit dem Kaiser-Playstyle muss man halt so ein bisschen in weirden Winkeln spielen, ne? So um Minion-Waves herum irgendwo W-Prox finden. Oh, trees. How I miss them. Schade. Fucking Rea, Mann. Die steht 1-7. Die steht einfach 1-7 und macht das mit mir. Holy fuck, Alter. Kein E gehittet, aber ist halt die Rea. Autschi. Ja, aber tatsächlich wäre ich nicht gestorben, wenn die Sona nicht daneben gestanden hätte, ne?
Und sogar noch mit Crown. Ja, true. Das war sogar noch mit Crown, Alter. Na, ich dachte auch nicht, dass sie da flasht. Ich hätte es noch anders spielen können. Hatte ich da? Ich hatte, glaube ich, gerade auch noch keinen Muramana, ne? Oder ist vielleicht erst am Ende ready geworden? Bin so stark, ey. Nein. Nicht stark genug, um Kennis zu lasten. Oh, nee, Digga. Hä? Wieso hat sie mich schon wieder gesehen? Ah, ich bin in Tower Range gewesen, ne? Scheiß Exhaust, Mann. Broken Spill. Ich glaube, ich war in Tower Range. Ich glaube, deswegen hat sie mich gesehen. War eigentlich gut gedacht, ne? Ich bin in Stopwatch gegangen, hatte dann wieder Invis E. Ja, ich guess, ich darf so ein Play nur machen, wenn ich weiß, dass sie keinen Exhaust hat. Oder wenn ich selber Exhaust habe. Blade in dem Bild macht keinen Sinn, ne? Alter. Wie stark ist diese Nico? What? Na gut, die hat 4 Items, ne? Aua. Digga, ich werde so gefistet von der Nico. Holy shit. Ah, ist einfach Game Over jetzt, ne? GG. GG. Kann er die Wave clearen? Nee, kann er nicht, oder? Ah, actually. Ja, 20 Sekunden, das kann er niemals defenden. Wie nein, Nico, ja. Ah, 10. Er muss die Wave hier cutten. Nee, 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 scheiß auf die Gegner, du musst die Wave killen. Oh. Crazy. Also dafür, dass das Early Game so extrem geil lief, war ich wirklich komplett useless.